So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollten wir die Festplatte von unserer PlayStation wechseln. Wie funktioniert das, wollte ich euch heute zeigen. Ich habe jetzt hier eine normale Festplatte der Größe 255, glaube ich, oder 25er Festplatte. Ihr wisst schon, auf jeden Fall doch eine 25er Festplatte. Tut mir leid, ich bin gerade irgendwie so. Eine 25er Festplatte, eine ganz normale. Könnt ihr auch von jedem PC nehmen, wenn ihr eine externe habt. Scheißegal, Hauptsache ist eine 2,5er Festplatte. So, die soll jetzt hier rein. Und wie funktioniert das? Da sehen hier oben haben wir dieses ja, leuchtende, leicht glänzende. Das einfach nehmen und rüberschieben. Zack, wir sehen das einfach rüberschieben, dann geht's auf. Einfach so rüberschieben, dann ist es auf. So, die Abdeckung. Brauchen wir nicht mehr, also wir haben auch keinen Garantieverlust, kein gar nichts. Dann sehen wir, haben wir jetzt hier das Festplattengehäuse. Dazu müssen wir jetzt diese Schraube aufschrauben hier. Ganz einfach. Mit einem ganz normalen Kreuzschraubenzieher rausdrehen. So. Und dann ist die Schraube schon weg. Den Schlitten mit der mit der Ding rausziehen mit der Festplatte, dann haben wir hier die Festplatte. Jetzt sind hier Schrauben, vier Stück sollten es sein. Außer die, die man mal gewechselt und hat eine Schraube verloren. Die dann einfach aufschrauben. Zack, die dann einfach aufschrauben. So, ist eigentlich gar kein Hexenwerk, ihr seht. Kein Garantieverlust, kein gar nichts wird euch da drohen. Und wirklich viel falsch machen könnt ihr auch nicht. Wenn ihr einfach ein bisschen schrauben könnt, könnt ihr das ganz einfach wechseln. Ohne Garantieverlust, ohne sonst was an eurer PlayStation 4. So, ich löse schnell alle vier Schrauben. Der Schraubenzieher verschwindet gerade, okay. Ich habe jetzt alle vier Schrauben gelöst. Die Festplatte einfach rausschieben. Fertig. Die neue einsetzen. Am besten richtig rum. Diese Kante hier nach vorne einsetzen. Und dann am besten wieder zuschrauben. Jetzt mal nur aufpassen, dass die Löcher von eurer Festplatte externen natürlich auch übereinstimmen. Ansonsten werden die Schrauben dann nicht reinpassen. Ich schraube immer parallel. Ihr wisst schon, senkrecht zueinander, damit sie einmal fixiert ist. Wenn die fixiert ist, ist das kein Problem mehr. Können wir hier ganz einfach. Sollten wir ganz einfach zumindest die anderen auch noch reinschrauben können, die anderen Schrauben und dann haben wir eine Festplatte gewechselt. Warum wechselt man die Festplatte? Ja, hauptsächlich aus dem einen Grund eigentlich nur. Mehr Speicher. Oder aber wir haben eine Festplatte mal reingemacht. So, ich brauche nur kurz zwei Hände dafür irgendwie. Aus dem Grund, die haben wir meine Festplatte reingemacht, wollen wir rausschrauben, keine Ahnung. Oder wir haben jetzt einen Terabyte drin und wollen die lieber für einen PC oder für unsere externe Festplatte benutzen, Gehäuse. Und brauchen nicht so viel Speicher. So. Einfach wieder das Ganze reinschieben in den Schlitten. Nehmen. Rein bis zum Anschlag, bis zum Nachdrücken. Schraube rein. Das dauert ein bisschen. Seht. Schraube wieder reindrehen. Bis es nicht mehr geht. Festplattengehäuse einfach wieder drauf stecken. Einfach drauf stecken schieben, je nachdem. Eher wohl schieben, aber geht es halt nicht von der Seite. So, na komm. Also, ihr seht, das ist immer so eine Sache. Also, vom besten von hinten rein, vorne rein zumachen. Thema ist erledigt. Jetzt haben wir die neue Festplatte in unserer PlayStation drinnen.
So, dann sage ich vielen Dank fürs Anschauen. Das kleine Tutorial, wie wechsle ich meine Festplatte bei der PS4. Haben wir es auch mal erledigt. Jetzt wisst ihr es auch mal, wenn wir mehr Speicherplatz brauchen. Und dann wieder anschließen die PlayStation. Dann sollte das Ganze geregelt sein. Ihr müsst es beachten, wenn ihr eine neue Festplatte habt, die noch nie in einer PlayStation drin war, solltet ihr natürlich noch ein System-Update machen. Den Link verlinke ich euch dann wahrscheinlich nochmal unter. Über den PlayStation, am besten nur offiziell PlayStation Software nehmen, genau, und dann runterladen und auf die PlayStation drauf installieren. Über den abgesicherten Modus, zweimal, also piept die, das heißt 8 Sekunden auf den On-Off-Schalter bleiben, dann macht es piep, piep, dann piept die, einmal piep zum Anschalten, einfach drauf bleiben, beim zweiten Mal piep, bei dem abgesicherten Modus. Und dann das Ganze über USB-Stick installieren oder über Internet oder auf was sonst was ihr eingeben wollt. Werde ich dann mal ein extra Tutorial dazu machen, weiß ich noch nicht. Muss ehrlich zu sagen, weiß ich noch nicht, weil ich denke, das sollte jeder hinbekommen. Soweit, glaube ich, keine Fragen mehr sind. Wenn Fragen sind, schreibt in die Kommentare. Wenn nicht, ist alles super. Das war der Festplattenwechsel an der PlayStation 4. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.